Hallo Bienenfreunde, ich bin wieder in der Garage. Das bedeutet, ich habe auch was gebastelt. Und zwar geht es diesmal um den Schwarmfang. Letztes Jahr war ich nicht besonders gut vorbereitet. Zum Glück musste ich keine Schwärme einfangen. Ich hatte ja auch nur zwei Völker gehabt. Jetzt habe ich vier. Ja, und ich glaube, die Menschen im Dorf wissen mittlerweile auch, dass ich halt hier rumimkere. Und wenn dann doch irgendwo ein Schwarm im Baum hängt, werden die mich wahrscheinlich anrufen und dann möchte ich gerne sehr gut vorbereitet sein. Und ja, deswegen, wie ich das quasi in der Theorie dann machen würde, so einen Schwarm zu fangen, haben wir jetzt dieses Video. Zunächst habe ich hier so eine Sprühflasche. Also dort, wo der Schwarm hängt, werde ich ihn erstmal einsprühen mit Wasser, damit die Bienen halt nicht rumfliegen, damit die schön als Traube zusammenbleiben, ja, und sich dann dadurch auch einfacher fangen lassen. Kein Waterboarding machen mit den Bienen, aber ein feiner Film drüber und dann haut das hin. Und dann habe ich hier diesen, ich glaube, das heißt Plönor-Schwarmfangkasten. Damit gehe ich dann zum Schwarm hin. Drunter halten, abschütteln, dass alle Bienen möglichst drinne sind. Deckel drauf. Und dann erstmal platzieren. Ja. Dann ist hier dieses kleine Flugloch. Das würde ich dann noch aufmachen, damit die Bienen, die vielleicht noch draußen sind und noch mit rein wollen, können die hier noch mit rein. Dann lasse ich das kurz stehen. Dann wird zugemacht. Ja, Spanngurt drum und dann würde ich den Schwarm erstmal mit nach Hause nehmen. Und für den nächsten Arbeitsschritt habe ich ja diesen Mülleimer umfunktioniert. Und zwar möchte ich verhindern, dass die Bienen, der Schwarm, den ich gefangen habe, dass der aufbraust. Hier in dem Schwarmfangkasten sind zwar hier oben so zwei so eine kleine Belüftungslöcher, aber das reicht nicht aus, um die Bienen dort über Nacht zu lagern. Ja, und damit die mir nicht verbrausen, kommen die hier rein in den Mülleimer, den ich umfunktioniert habe. Ja, also das ist ein ganz normaler Metallmülleimer. Feine Maschen, die Bienen kommen nie raus. Ein passender Glasdeckel dazu, der kommt oben drauf. Und noch zwei Griffe an der Seite, damit ich nicht hier anfassen muss und pausenlos gestochen werde. Ja, also falls ich dann mal ein bisschen den transportieren muss, habe ich die kleinen Griffe reingemacht. Und dann kommt der Schwarm über Nacht erstmal in den Keller oder hier in die Garage, kühl, luftig, genau, und kommt in Kellerhaft, weil es passieren kann, wenn ich den Schwarm, den ich gefangen habe, gleich wieder in eine Beute einschlage, dass die Bienen sich sagen, ja, April, April. Wir sind ja gerade aus einer Beute abgehauen und jetzt sind wir wieder in einer drin und da hauen wir gleich wieder ab. Also, um das zu verhindern, dass die gleich wieder aus der Beute losschwärmen, kommen die hier in den Mülleimer rein. Über Nacht bis zum nächsten Tag am Abend bleiben die da drinnen und danach werden sie in die Beute eingeschlagen. Ich habe ja auch schon noch ein paar Sachen vorbereitet. Genau, und dann kommen die da rein und bleiben dann hoffentlich auch drin und kommen an ihren Standort und können wieder loslegen. Ja, soweit in der Theorie. Praktisch habe ich noch nie einen Schwarm gefangen und ich bin ganz gespannt, ob es dieses Jahr vielleicht soweit sein wird. Und falls es das ist, hoffe ich, dass ich genug Zeit habe, das Ganze mit der Kamera auch zu filmen und euch als Video zu präsentieren. Genau, aber bis dahin, erstmal einen schönen Tag. Tschüssi!